check das nicht. Was muss ich genau machen? Du musst mit Essen vergiften, aber wie? Finger, ne? Traumhaft. High 5. Jedi. Die Datenkontrolle kann ich jetzt. Ja. Das ist ein klarer Fall von Vergiftung. Und ich muss noch einmal alle im Haus befragen. Wer bereitet hier zurzeit das Essen zu? Ich glaube, es war Jovita. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so etwas getan haben könnte. Oh mein Gott, warum passiert sowas? Ich entscheide, wer zu was fähig ist, Mr. Wagner. Was halten Sie davon, das Haus für ein paar Wochen zu verlassen, bis sich alles beruhigt hat? Das können wir unmöglich tun, Mr. McGuffin. Das ist unser Zuhause. Wir wollen die Sache in Ordnung bringen. Die Autopsie ergab eine Vergiftung. Nach der Befragung aller Personen im Haus schien es, als hätte jeder einen Grund gehabt, sie nicht zu mögen. Jovita, das lateinamerikanische Dienstmädchen, hatte ihr das Essen gebracht. Aber das reichte für eine Anklage nicht aus. Ich hatte keine Beweise für eine Manipulation. Weihnachten stand vor der Tür und ich wurde von Mr. Wagner zum Abendessen eingeladen. Ich wollte nicht an einem Tisch mit einem möglichen Mörder sitzen, aber ich wollte mehr erfahren. Ehe ich die Chance bekam, mich umzusehen, passierte etwas anderes. Keine Zeugen. Keine Beweise. Etwas, das nur unter ganz bestimmten Umständen passieren konnte. Das richtige Wetter, der richtige Ort, die richtige Zeit. Okay. Vater, sprich wieder zu uns. Wenn ich siebte Dates. Mein Junge, solch außerordentliche Ergebnisse. Ich bin von dir tief beeindruckt. Hör zu, ich muss dir noch etwas anderes beibringen. Tief in dir steckt die Fähigkeit, in das Bewusstsein der Menschen zu sehen und ihnen zu sagen, was sie tun sollen. Lass uns diese Fähigkeit gemeinsam erschließen. Jetzt folge meinen Anweisungen. Das ist mein Junge. Thank you.
Chargen. Geht nicht. Geht doch nicht. Lass die Objekte benutzen, indem du das Objekt anklickst, während sie unter dem einen stehen. Marsch jetzt Zeit. Dann sag mir, ja, hier. Und dann musst du erst deine Stärke wieder erlangen. Und jetzt das da raus. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Wieder lang. Aber nicht nur Scheiße. Weniger leicht entdeckt und kannst mehr Seelen für mich ernten. Das macht mich doch. Ja, es war, glaube ich, verbuggt. Das war verbuggt.
Keine Ahnung. Da ging er jetzt halt herum und den Fleisch wolltest du glaube ich aufheben. Aber ging nicht. 4. Dezember 1972, Rutschparty. Eine Rutschparty. Oh, ich weiß schon Bescheid. Eiszapfen macht Bumm und dann. Dann machen wir das mal, ne? Ich weiß, wir hatten dieses Jahr Schwierigkeiten, aber es soll unser Weihnachten nicht verderben. Wir haben einander als Familie. Wir sollten unserer Freunde gedenken und unserer tollen Angestellten. Ha. Ich bin nicht sicher, wie du mit solchen Reden noch eine Amtszeit im Senat gewinnen willst. Dad! Alistair, bring uns bitte noch eine Flasche Burgunder. Und könntest du noch die Weihnachtsbeleuchtung einschalten? Sicher, Sir. Okay, er ist bestimmt unser nächstes Ziel. Alistair. Na, Alistair. Alistair. Scheint sind alle beim Weihnachtsessen im Esszimmer. Nur Alistair ist nicht dabei. Vielleicht könnte ich eine Möglichkeit finden, ihn draußen zu erledigen. Jetzt wird's ernst. Oh, falsch. Hallo. Hallo, mein Junge. Eine schöne Zeit haben. Was mein Platz? Ich kann nicht glauben, Frau Assi. Dass nicht mehr da ist. Warum braucht Alistair so lange? Er sollte hier bei uns sein. Hat den nicht gerade weggeschickt? Müssen wir was mit David machen? Wo ist er denn? Oh. Meiner. Wo ist er denn? Draußen. Der Boden kann sehr rutschig sein. Ey, guter Hinweis, danke. Guter Hinweis, guter Hinweis. Wie geht's denn meinem kleinen Kumpel heute? Ja, was denn? Warte kurz, Lucius, ich bin gerade beschäftigt. Geist ist zu stark für deine Gedankenkontrolle. Was? Hör auf zu widersetzen. Hör auf dich zu widersetzen. Brauchst du den hier? Hallo, junger Herr. Warte kurz, Lucius, ich bin gerade beschäftigt. Kann man seine Wasserflasche auffüllen? Das ist ein Badezimmer, ne? Eins der WCs, bitte. Map. Wir sind hier.
Wir müssen definitiv hoch. Dann machen wir das mal. Was machst du denn? Oh, richtig. Du sprichst nicht viel. So. Irgendwie unheimlich. Ich auch noch mal dran. Okay. Okay. So. Eine volle Wasserflasche. Dann gehe ich mal wieder runter. Ich geh runter. Was hat denn das Tagebuch? So. Noah, wie kommen wir denn jetzt hier raus? Hallo, junger Herr. Warte kurz, Lucius, ich bin gerade beschäftigt. Meine Güte, keine Bange. Ich mache das gleich sauber. Meine Güte, keine Bange. Ich mache das gleich sauber. Die wird's haufen mit Rohlischen. Guck mal, mach mal hier hinten sauber. Komm mal her. Ich muss das sauber machen. Weicher Boden. Oh. Bist du dran? Keine Ahnung, wie man den hinlocken kann. Hallo, junger Herr. Arschloch. Fuck der mich ab, ey. So einen ab, ne? Ey, mach ich aggressiv, der Typ. Du bist aggressiv, du. Warte kurz, Lucius, ich bin gerade beschäftigt. Du bist aggressiv. Kannst du sterben oder was? Muss ich hier irgendwas verursachen? Das
muss man ihn irgendwie... Kann ich ihn hier rufen? Ich glaube, die Dame des Hauses dreht durch. Das geht bestimmt. Und Tannenbaum. Verdammt. Hallo, Liebling. Wie ist das Essen? Ah, Alter. Der ist ja so offensichtlich, der Typ. Wie gruselig der aussieht. Ich würde sagen, wir machen einen Cut, wir werden jetzt, glaube ich, nicht da starten, wo wir aufgehört haben. Dann muss ich was hier vorher nett, machen und dann auskippen, ja. Aber ich bin ist ja auch egal. Was soll's. Ich mache einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Hey Leute, es geht wieder weiter mit Luciose. Stimmt ja. Da war ja was mit der Rutschparty. Mit dem Chauffeur, wie der für ein Typ ist. Muss man einmal hier runter, ne, meine ich. Das war so offensichtlich. Genau daneben war so ein Schalter, der... Woher soll man das wissen? Der den herbeiruft. Hallo, mein Junge. Hallo. Ihr werdet alle sterben. Sterben. Ihr werdet sterben. So, haben wir eigentlich... Flasche Wasser nehmen, ne? Warte mal, wir müssen ja erstmal hier Wasser hinzufügen. Scheiße. Scheiße ist das. Muss ich erstmal wieder reinkommen? Die ist leer. Und was hat denn der da? Kann man das mitnehmen? So cool, hier haben wir so Sperre. Sperre. Sperrips. Kennst du Sperrips? Hier ist ein Schalter, guck. Also, hey. Was ist jetzt los? Achso, ich bin auch in dem Modus. Guck. Sag mal. Mir geht das gerade nicht. Wo war denn nochmal ein PC? Ein PC haben wir überall. Hier nicht. Da ist ein Kreuz, aber ist mir jetzt scheißegal. Ich brauche einen PC. Ich muss kacken. Ich muss dringend kacken, hallo. Boah, hier verläufst dich. Jetzt zu Tode, ey. Hey Junge, Finger weg von Drogen. Ah, okay. Ich schätze, das werden wir noch hinkriegen. Aber wo ist das WC? Ohne auf die Karte zu gucken. Wie viel Reis? Wie kann man so ein großes Haus haben? Verdammte Axt. Das ist ein Zimmer, das geht aber nicht. Achso, hier ist eine Webcam. Cool. Ja, hallo Leute, wie geht's euch? Ich mache meine Vlogs. Wie geht's? Wie steht's? Ja, ich muss zur Karte, ey. Wo ist denn hier WC markiert? Da. Und hier ist eins. Wir haben zwei Stück. Die sind aber alle oben. Hier, ne? Vielleicht hier oben. Ah, hier. So, Objekt wurde korrekt verwendet. Dankeschön. Echt korrekt. Hallo, ich hab Wasser mir mitgebracht. Das lasse ich jetzt gefrieren. Oh, toll. Da wollte ich nicht hin, aber egal. Dum, 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 dum.
Hallo, ich muss vorbei. Ich muss hier ein Ding bei uns sein. So. So. Jetzt. Bist du nicht. Ah, jetzt geht's. Oh. Was ist mit dem? Aber ist nicht offensichtlich. Wo ist er? Wo bleibst du? Ich schließ mal ganz kurz vor. Alter, womit kann man das Wasser transportieren, ohne dabei Verdacht zu erregen? Oder schon. Hoppala, guck mal, was da runterkommt. Aufpassen. Mami, Daddy, der Butler liegt hier tot. Hoppala, er ist wohl ausgerutscht und der Eiszapfen kam direkt ins Gesicht. 666, meine Glückszahl. Cool. Ja, ich darf mal lesen. Er ist ausgerutscht und hat sich den Rücken verletzt. Es hat nicht ganz funktioniert. Es fehlt nur die Feinabstimmung. Ich sollte mich hier nach einer Lösung umschauen. Jovita, das Hausmädchen, sie würde einen guten Sündenbock abgeben. Ich weiß, dass zwischen Tom und ihr was läuft. Wie das?